Die Kinder, sagte Drake sofort. Die Rotläufer haben sie mitgenommen. Dorotan schüttelte den Kopf, um seine Gedanken zu klären und das betäubende Gefühl des Ekels abzuschütteln. Sie mussten als erstes die Wölfe töten, und zwar schnell, brummte er, während er im Geiste nachzeichnete, was hier geschehen war. Die Tiere waren die größte Bedrohung und die größte Fleischquelle. Die Orks konnten sie überwältigen und zwingen, aus eigener Kraft mit ihnen zu kommen. Sie haben also das Fleisch und die Felle der Wölfe genommen und... Aus irgendeinem Grund fiel Dorotan ein sorgloser Kommentar ein, den er vor mehreren Jahren abgegeben hatte, damals, als Gul'dan zum ersten Mal zu ihnen gekommen war. Er hatte Orgrim zugeflüstert, dass Geya aussah, als wollte sie den Hexenmeister braten. Und was hatte sein Freund selbst gesagt, kurz bevor sie aufgebrochen waren? Oder vielleicht laufen sie ja ein paar Rotläufern über den Weg, die würden sie schneller töten als der Hunger. Er dachte an all die Male, als eine Jagdgruppe einfach nicht zurückgekehrt war, und sein Magen zog sich zusammen. Du musst es aussprechen, sonst gibst du ihnen Macht, sagte er sich. Die Fäuste so fest geballt, dass die Hand um Spalter zu schmerzen begann. Gib deiner Furcht einen Namen, dann wirst du zu ihrem Meister. Sie haben auch Nokras Fleisch genommen, fuhr er mit ebenmäßiger Stimme fort. Die anderen, einschließlich die Kinder, haben sie vermutlich gefangen genommen, als Nahrung für später. Dann, erwiderte Draka, ihre Worte ebenso direkt wie die seinen, sind sie vielleicht noch am Leben? Dorotan und die anderen hatten nur ein einziges Ziel im Kopf gehabt, als sie am Morgen aufgebrochen waren, die abtrünnigen Mitglieder ihres Clans aufzuspüren. Jetzt war aus der Jagd plötzlich eine Rettungsmission geworden. Die Rotläufer haben keine Reittiere, wir aber schon, erklärte der Häuptling. Wir werden sie finden und dann werden sie sterben. Loktar, rief er und die anderen stimmten mit ein, sodass ihre Stimmen in der unnatürlichen Stille laut widerhallten. Zweifelsohne konnten die Rotläufer sie hören. Doch das kümmerte Durotan nicht. Sollten sie ruhig wissen, welches Schicksal sie erwartete. Sollten sie ruhig wissen, dass die Frostwölfe sie holen kamen. Die Wölfe preschten los, so schnell sie nur konnten, und der Geruch des Lebensblutes ihrer Rudelbrüder wies ihnen den Weg. Ihre Reiter ließen sie gewähren, klammerten sich nur auf ihren Rücken fest. Die mächtigen weißen Bestien bewegten sich rasant, aber gleichmäßig, so wie sie es auch taten, wenn sie eine Herde verfolgten, aber Dorotan konnte Schafzahns Anspannung spüren. Dies war eine gänzlich andere Art von Jagd, das wussten Ork und Wolf gleichermaßen. Gurlak entdeckte als erstes die Rauchfahne, die sich vor ihnen zum Himmel kräuselte. Sie war so dünn, dass Dorotan genau hinsehen musste, um sie zu erkennen. Der Magen drehte sich ihm um, als kurz darauf der Wind drehte und ihnen der Geruch von garendem Fleisch in die Nase stieg. Hätte er nicht gewusst, um was für Fleisch es sich dabei handelte, hätte er den Geruch womöglich sogar appetitanregend gefunden. Wie sein Vater vor ihm hielt Dorotan sich zugute, dass er nicht nur ein Kämpfer, sondern auch ein Ork der Logik war. Es kam nur höchst selten vor, dass sich der rote Nebel der Mordlust vor seinen Augen senkte, doch jetzt übermannte ihn der Blutrausch. Er erkannte erst, dass er einen Kriegsschrei angestimmt hatte, als seine Kehle rau wurde. Bis dahin hatte er die Stimme in seinen Ohren nicht als die seine erkannt. Die anderen fielen in sein Gebrüll mit ein und auch die Wölfe spürten ihre Kampfeslust. Sie senkten die Köpfe und stürmten weiter, so schnell ihre Beine sie trugen. Die Jagdgruppe bestand aus 5 Orks, wohingegen die Fußspuren auf 12 Rotläufer schließen ließen, aber die Frostwölfe dachten nicht daran, langsamer zu werden. Sie preschten zwischen den Bäumen hervor, auf eine Lichtung, das Lager vor ihnen kaum mehr als ein paar dunkle Flecken im Schnee. Der Nebel der Mordlust lichtete sich gerade lange genug, damit Dorotan den Aufbau des Lagers zur Kenntnis nehmen konnte. Eine zentrale Feuergrube, darüber mehrere Speere, auf denen halbgebratenes Fleisch aufgespießt war, ein Haufen noch immer blutiger Wolfsfelle, ein ausgebeulter Sack, aus dem rote und rötlich-schwarze Flüssigkeit sickerte, und zusammengeschnürt wie Feuerholz, aber noch am Leben, die vermissten Frostwölfe. Die Rotläufer, die Garat getötet hatten, waren grässlich anzuschauen gewesen. Sie hatten ihre Hände in Tierblut getaucht und damit ihre Körper und Gesichter beschmiert. Doch die Kreaturen, die nun zu den Eindringlingen herumwirbelten, sahen selbst aus wie Tiere. Nein, nicht wie Tiere, korrigierte sich Dorotan. Tiere waren natürliche Wesen. Was da vor ihm stand, waren Ausgeburten eines Albtraums. Ihre Leiber wurden nicht nur von ein paar Handabdrücken getrockneten Blutes gezeichnet, vielmehr trugen sie das Blut als Kleidung.
Schicht um Schicht war auf ihrer Brust, ihren Armen, ihren Beinen verkrustet. Es ließ sich längst nicht mehr sagen, welche Farbe dieses Blut gehabt hatte, als es vergossen worden war, oder wie lange es schon an ihren Körpern klebte. Eine Wolke von Frühlingsfliegen stob von ihren Leibern auf, als die Kreaturen, die einst Orks gewesen waren, mit wahnsinniger Wildheit auf die berittenen Frostwölfe zustürmten. Eine von ihnen, eine Frau mit langem, matten Haar und blitzenden Augen, hielt mit einem Speer auf Durotan zu. Die Klinge der Waffe war noch immer in rotes Wolfsblut getaucht. Durotan sprang von Schafzorns Rücken. Der Wolf kannte dieses Manöver und während sein Reiter der Angreiferin entgegentrat, sprang er nach links und stürzte sich auf einen anderen Rotläufer, der gerade mit einem Streitkolben nach Melak schlagen wollte. Die Kiefer des Tieres klafften weit, seine Zähne ebenso weiß wie sein Fell, und dann schlossen sie sich um den Hals des Orks. Der Kannibale ging mit einem Wirbel von Schnee, Asche, Glut und einer Fontäne aus eigenem schwarzroten Blut zu Boden. Draka blieb auf ihrem Wolf, während dieser in einem engen Kreis umherrannte. Sie legte einen Pfeil nach dem anderen an die Sehne ihres Bogens, so schnell, dass ihre Hände in der Bewegung verschwammen. Da riss einer der Rotläufer einen brennenden Ast aus dem Feuer und stürmte damit auf sie zu. Durotan konnte das verbrannte Fell riechen und er hörte eisschmerzerfülltes Heulen, aber schon im nächsten Moment brach der Angreifer mit zwei Pfeilen in der Kehle zusammen. Durotan war froh, dass er Spalter mitgenommen hatte und nicht Donnerschlag. Er hätte nicht von Schafzorns Rücken aus gegen diese Kreaturen kämpfen wollen. Nein, er wollte ihre Zähne fletschenden Fratzen direkt vor sich haben, das verkrustete, verrottete Blut an ihnen riechen und sehen, wie das Leben aus ihren Augen wich, wenn er ihnen die Brust aufriss oder ihnen die Schädel von den Schultern schlug. Er hatte noch nie wirklich gehasst, aber diese Orks hatten nichts anderes verdient. Es war, als würde er in eine Trance verfallen. Die Welt um ihn herum schrumpfte zusammen und er verlor jegliches Gefühl für die Zeit, während er seine Klinge in Fleisch stieß oder Angriffe abwehrte. Er zählte nicht mit, wie vielen Rotläufern er ein Ende bereitete oder wie oft er zuschlug, zu verhindern, dass diese Monster je wieder einem anderen Ork antun würden, was sie einem Frostwolf angetan hatten. Schließlich verlangsamte er seine Bewegungen, sein Körper glänzte vor Schweiß und Blut, teilweise seinem eigenen, und er blickte sich blinzelnd auf der leichenübersäten Lichtung um. Bei den meisten Toten handelte es sich um die Kadaver der grässlichen, fliegenbedeckten Rotläufer. Aber dann entdeckte er Draka, die über dem reglosen Körper von Gurlak kniete. »Es waren drei von ihnen nötig, um ihn zu besiegen«, sagte sie nur, »und er hat sie alle drei mit in den Tod genommen.« Durotan schnürte sich die Kehle zu und er nickte wortlos. Gurlak, der so gerne die Lokvat Nots des Clans gesungen hatte, war hoffentlich in dem Wissen gestorben, dass er sich durch seine ruhmreiche Taten ein eigenes Lied verdient hatte. Melak und Krugla waren bereits dabei, die Seile zu durchschneiden, mit denen die anderen Frostwölfe gefesselt waren. Durotan brauchte noch einen Moment, um den Kampfrausch völlig abzustreifen, aber dann erkannte er, dass es sich bei den Gefangenen nur um Erwachsene handelte, und ein eisiger Schauer durchzuckte ihn. »Die Kinder!« rief er, während er zu den Befreiten hinübereilte. Er achtete nicht darauf, dass er dabei auf die Leichen der Rotläufer trat. Es waren keine Orks, nur verrückte, verzerrte Monster, die im Tod noch weniger Respekt verdienten als im Leben. »Was ist passiert? Wo sind sie?« Er packte Grukak am Kragen seiner Tunika. »Sie sind geflohen«, stieß der Frostwolf hervor, seine Stimme ein halbes Schluchzen. Verzweiflung und Fassungslosigkeit spiegelten sich auf seinem Gesicht wider, ebenso wie auf den Zügen der anderen. Aber Durotan hatte keine Zeit für Mitgefühl. »Als wir angegriffen wurden, sind sie davongerannt und tief in den Wald geflohen. Einige der Rotläufer haben sie verfolgt«, fügte Kagra hinzu, »aber sie kamen mit leeren Händen zurück. Die Kinder müssen ihnen entwischt sein.« »Wann war das?« schnappte Durotan. Es fiel ihm noch immer schwer, seine Wut auf sie zu beherrschen. Nur weil sie die törichte Entscheidung getroffen hatten, sich davonzuschleichen, waren Gurlak und Nokra jetzt tot. Und die Kinder... »Vor einem halben Tag«, antwortete Grukak mit trauriger Stimme. Er wusste, was das bedeutete. Für drei Kinder, von denen zwei noch sehr jung waren, steckte der Wald voller Gefahren. Wilde Wölfe griffen nur selten erwachsene Orks an, aber ihr Nachwuchs würde ihnen als leichte Beute erscheinen. Auch zeigten sich im Frühling Insekten, deren Biss tödlich war, und die Giftschlangen, die nach dem Winter noch zu träge waren, um vor nahenden Kinderschritten davonzugleiten, würden zuschnappen, anstatt zu flüchten. Zu allem Überfluss nahte bereits die Nacht. »Beeilung«, befahl Durotan, »wir müssen versuchen, sie zu finden.«
Er konnte nur hoffen, dass die Geister sie zu den zweifelsohne verängstigten Kindern führen würden. Doch die Geister waren an diesem Tag nicht gütig. Und nach 6 Stunden ergebnisloser Suche war die Gruppe in dunkler und bitterkalter Nacht gezwungen, die Suche abzubrechen. Die Rotläufer hatten den gefangenen Frostwölfen den Großteil ihrer Kleidung abgenommen und ihnen weder zu essen noch zu trinken gegeben. Sie waren im erbärmlichen Zustand. Zudem war die Dunkelheit so erdrückend, dass sie geradewegs an den Kindern vorbeimarschiert wären, selbst wenn sie nur ein paar Schritte entfernt bewusstlos im Schnee gelegen hätten. Kagra begann leise zu weinen und Draka legte einen Arm um sie. Durotan hingegen musste an sich halten, um sie und die anderen nicht anzubrüllen. Doch er wusste, dass sie bereits genug litten. »Frostwolf-Kinder sind stark und klug«, sagte Draka zuversichtlich. »Außerdem ist Chaksa bei ihnen. Sie ist genauso alt, wie ich damals war, als ich ins Exil geschickt wurde. Und ich habe überlebt. Wir werden morgen früh mit dem ganzen Clan zurückkehren und nach ihnen suchen.« Sie blickte Durotan an. »Das werden wir doch, oder, mein Häuptling?« »Das werden wir«, versprach er. Dann schloss er rasch wieder den Mund, bevor noch andere Worte über seine Lippen kommen mochten. Der Ritt zurück war lange, frostig und schweigsam. Durotan konnte sich nicht erinnern, dass sein Herz je so schwer geschlagen hatte, nicht einmal als Garat vor seinen Augen ermordet worden war. Draka ritt an seiner Seite, während er seinen düsteren Gedanken nachging und versuchte, den Dingen einen Sinn zu geben, die er heute gesehen hatte. Doch es gelang ihm nicht. Sie hatten es hier nicht mit einem Ork-Clan zu tun, sondern mit Ausgeburten des Wahnsinns. Plötzlich war er froh, dass sein Vater tot war. So musste er zumindest nicht diese beispiellose Verdorbenheit mit ansehen, wie Durotan sie noch nie erlebt hatte. Was im Namen der Geister waren diese Rotläufer? Konnte man sie überhaupt noch Orks nennen? Es war nicht unüblich, dass ein Ork einen anderen tötete. Auch, dass er die Leiche des besiegten Respektlos behandelte, kam hin und wieder vor, auch wenn es deutlich seltener geschah. Doch die Toten zu essen. »Durotan!« Orgrims Stimme riss den Häuptling aus seinen finsteren Überlegungen. Sein Stellvertreter war ihnen von der Zuflucht entgegengeritten. »Du hast sie gefunden!« »Nicht alle«, erklärte Durotan schweren Herzens. »Wir haben Nokra und Gurlak verloren, und die Kinder waren bereits fortgerannt, als wir sie erreichten.« Ein Schatten legte sich auf Orgrims Züge, als er von Nokra und Gurlak hörte. Aber als Durotan die Kinder erwähnte, hellte sich sein Gesicht aus irgendeinem Grund wieder auf. »Ja«, sagte er, »ich weiß.« »Mama«, erklang ein freudiger Schrei. »Nitzka, Chaksa, Kelgur!« Durotan riss überrascht die Augen auf, als die 3 vermissten Kinder auf einem Wolf vom Lager herbeiritten. Die beiden Jüngsten warfen sich ihrer Mutter direkt vom Rücken des Tieres entgegen, in der furchtlosen Gewissheit, dass sie sie in liebevoller Umarmung auffangen würde. Chaksa kletterte etwas besonnener von dem Wolf, bevor auch sie zu Kagra rannte. Durotan spürte stechende Trauer, als er das Mädchen fragen hörte, »Aber wo ist Papa?« Er sah, wie Kagras Gesicht sich verzerrte. Geyer erwartete sie am Rand des Feuerscheins. »Ich bin froh, dass du zurückgekehrt bist, mein Sohn«, sagte sie. »Ich war nicht sicher, was ich von unseren Besuchern halten soll.« Durotans Verwirrung wuchs noch weiter. »Besucher? Warum nannte sie die wiedergefundenen Kinder Besucher?« »Eine solche Situation wird in keiner der alten Schriften erwähnt«, fuhr Geyer fort. »Drektar meinte, dass sie von den Geistern geschickt wurden, und da sie uns die Kinder zurückbrachten, habe ich sie willkommen geheißen.« Durotan hatte es nicht für möglich gehalten, dass dieser Tag noch mehr Überraschungen bereithalten könnte, doch es sah so aus, als habe er sich geirrt. Er blickte an seiner Mutter vorbei zu den 3 Gestalten, auf die sie gedeutet hatte. Sie erhoben sich auf die Beine, die nach hinten abgeknickt waren, wie die eines Talbuk. Und nachdem sie sich aufgerichtet hatten, überragten sie selbst den größten Ork. Der Schein des Feuers schimmerte auf ihren Hörnern und erhellte blaue Gesichter mit glühenden, himmelfarbenen Augen. Ein scheues, freundliches Lächeln lag auf ihren Zügen. »Draenei«, hauchte Durotan.